Das, weil Wald halt ist eine Kinderfreizeit, die in den Sommerferien angeboten wird. Für Kinder einfach, wo die Eltern arbeiten müssen oder die gern unter anderen Kindern sind. Und die treffen sich da einfach jeden Morgen und sind dann den ganzen Tag zusammen mit Betreuern unterwegs und machen verschiedene Programmpunkte. Also es sind Kinder von 6 bis 12 Jahren. Für jedes Alter gibt es eine Gruppe. Aber die Angebote sind dann für alle Kinder übergreifend. Also sie können sich's aussuchen. Früher war es eine Selbstverständlichkeit für uns Kinder, jeden Tag draußen zu sein. Und heute muss man die Kinder von ihren Spielsachen weglocken, damit sie wenigstens mal eine halbe Stunde rauskommen. Ich finde es sehr wichtig, dass sie den Umgang mit der Natur und in der Natur üben und auch in Erfahrung bringen. Also die Kinder kommen an und dann gibt es erstmal leckeres Frühstück. Und dann wird oft gesungen nach dem Frühstück, eine halbe Stunde. Dann gibt es Programm, verschiedene Angebote und die Kinder können sich aussuchen, was sie gerne machen wollen. Dann gibt es irgendwann Mittagessen. Immer eine Gruppe hat auch Küchendienst und muss danach den Abwasch machen. Und dann gibt es erstmal eine Mittagspause, wo sie sich alle hinlegen können und dann runterkommen erstmal. Und am Nachmittag gibt es weitere Angebote. Zum Beispiel irgendwelche Ausflüge, wie jetzt hier zum Spielplatz oder Bastelangebote. Es gibt auch Tagesausflüge, da gehen die Kinder nach dem Frühstück weg und sind dann den ganzen Tag auf irgendeinem Bauernhof oder im Wald. Und am Schluss gibt es einen Snack und dann werden die Kinder danach abgeholt. Also ich bin beim Essen mit dabei und schaue, dass sie am Tisch alles haben und betreue dann immer eine Gruppe von Kindern im Laufe des Tages. Also ich habe am liebsten mit den Kindern Spaß, wenn sie lachen, ist mir am wichtigsten. Wir haben so Armbänder, so Bänder gemacht, wie dieses hier. Ich habe Armbänder gemacht, etwa beim Holz schnitzen. Ich war auf dem Bauernhof und er war Zweiler. Kartoffeln aus dem Acker geholt. Und ich war im Schlosshof, da haben wir Holzzelt. Was hat dir am besten gefallen von dem Alm? Der Singen. Mich hat überrascht, wie gern die Kinder alle Küchendienst gemacht haben. Yes. Da habe ich mir nicht so viel Motivation erhofft und sie waren aber alle mit Eifer dabei. Also sie sollen Spaß haben in den 2 Wochen. Sie sollen auch lernen, so in einer größeren Gruppe miteinander umzugehen, neue Kinder kennenlernen. Mir hat am besten gefallen, wo wir am Landhof waren. Mir hat gerade die Mittagspause gefallen. Mir gefällt bestimmt auch nachher der Regen. Dass man auch in der Natur viel Spaß haben kann und dass sie alle mal das Leben auf dem Bauernhof und auch im Wald gesehen haben, wie man Feuer macht und einen Staudamm bauen. Meine Aufgabe ist hier mit meiner Gruppe eine Brücke über einen kleinen Bach zu bauen. Wunderbar. Sie sollen mitnehmen, dass sie
in der Natur sich bewegen können, dass die Natur nichts Böses ist und dass es ein unheimlicher Lerneffekt ist, weil sie ja auch Pflanzen kennenlernen und spüren, wie nass das Wasser ist in den Gummistiefeln. Dass ich mit meinen Freunden und dass ich neue Freunde gefunden habe und mit denen zusammen sein konnte. Herkommen. Weil es einfach Spaß gemacht hat, neue Freunde zu finden und so. Ja, ich will eigentlich immer herkommen, wenn es das Wetter gut ist.